Ahoi, ihr Landratten! Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Ausgabe der Modellbauonkel baut die Titanic von Reichert im Maßstab 1 zu 200. Ja, die letzte Ausgabe ist tatsächlich ein bisschen her. Das hat aber nicht damit zu tun, dass ich nicht weitergebaut hätte oder irgendwas, sondern der eine oder andere hat es wahrscheinlich gesehen. Ich habe ja mit einem 3D-Drucker die Niedergänge beispielsweise ausgedruckt und hatte mir in den Kopf gesetzt, die hier entsprechend auszutauschen gegen die gegossenen Kunststoffteile, sage ich mal. Ich bin mir auch immer noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich machen möchte, denn das Problem ist ja, wir schauen mal hier auf den Tisch, das müsst ihr bitte entschuldigen, hier sieht es ja aus wie Sau, ne? Aber daran seht ihr auch schon, dass das hier mit einigermaßen Aufwand tatsächlich verbunden ist, die ganze Geschichte. Aber wenn wir jetzt mal hier unser Deck nehmen und ich jetzt hier so einen Niedergang wegfräsen wollen würde, dann habe ich es darunter ja weiß, also von dem Kunststoff. Und da kann ich jetzt die Treppe draufsetzen oder den Niedergang draufsetzen, aber und kriegt man das auch wirklich vernünftig hin? Also ich bin mir da noch nicht ganz schlüssig. Wenn das jetzt 3, 4, 5 Dinger gewesen wären, dann hätte ich das definitiv gemacht. Aber wir reden hier über, ich habe keine Ahnung, nachher 20 Niedergänge oder noch mehr. Ja. Ich bin hin und her gerissen. Ich weiß es immer noch nicht. Schön finde ich die Dinger immer noch nicht. Andererseits weiß ich nachher nicht im Detail, wenn das ganze Monster vor einem steht, inwieweit das Ganze von Belang ist. Dann, lange Rede, gar keinen Sinn, könnte man sagen an der Stelle. Dann können wir, hatte ich euch ja versprochen, schon vor einiger Zeit, dass ich euch mal zeige, wie wir in die Struktur diese Spiegelfolie vernünftig einbauen können. Ich zeige euch das mal hier. Also ich würde sagen, das ist, ich glaube, man kann sagen, nahezu perfekt gelungen. Und wie man das macht, habe ich euch versprochen, wollte ich einmal zeigen. Und bevor das Ganze jetzt noch später wird und ihr dann nachher alle fertig seid und ich es dann zeige, ist ja auch Quatsch. Ne? Deswegen, also während des Baus, das ist so diese Geschichte, sind wahnsinnig viele sich wiederholende Bauschritte oder Bauschritte, die ich weglasse. Wer die Titanic selber baut oder auf den anderen Kanälen verfolgt, wird feststellen, hier zum Beispiel die Davids und die Rettungsboote habe ich hier gar nicht dran. Ich bin mir nicht sicher, ich habe so ein Schiff noch nie gebaut. Ich weiß nur zum Beispiel von den Autos, macht es zum Beispiel keinen Sinn, die Räder anzubauen, wie es in der Bauanleitung vorgesehen ist, weil man dann noch so viel dran rumschraubt und macht und tut und drauf drücken und drauf montieren muss, dass die Achsen leiden und im schlimmsten Fall der ganze Sums abbricht. Deswegen bauen wir die Räder eigentlich ganz zum Schluss dran. Und hier sehe ich das genauso. Wenn ich jetzt hier mit den Aufbauten, sind wir einigermaßen im Bild, sind wir. Wenn ich jetzt hier mit den Aufbauten noch hantiere wie gehört er denn überhaupt hier? So auf jeden Fall schon mal nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier eine Orientierung auf dem Kahn. Das darfst du keinem erzählen. So muss das, genau. Ne? Also wenn ihr seht das jetzt schon, wenn ich jetzt hier rumhantiere und ich habe hier die Rettungsboote und die Davids und diesen ganzen feinen Klüngel hier dran, das wird die Hölle. Also ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass ich da was abbreche oder irgendwas. Deswegen sehe ich auch davon ab und ich mache ja kein Video, um euch zu erzählen. So, das lassen wir weg. Tschüss. Macht keinen Sinn, ne? Genau so. Genauso, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, können wir den Ploschi auch nicht weglassen. Und der hat nämlich, mein Lieblingskölner und Titanic-Experte, der hat ja in der letzten Folge schon begonnen zu berichten, wie was mit dem Untergang zusammenhing und wie das Ganze zustande kam. Wer das nicht gesehen hat, schaut einfach hier in der Playlist nochmal nach, die letzte Folge. Und den zweiten Teil davon, den gibt es jetzt. Den schaut ihr euch an und ich bereite in der Zeit hier ein paar Sachen vor. Ja, Freunde, da seid ihr schon wieder. Ihr wolltet unbedingt Teil 2 des Sinkvorgangs hören, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Heute möchte ich euch ein paar Nebenkriegsschauplätze berichten, die vermutlich auch zum schnellen Untergang der Titanic beigetragen haben und oder sogar komplett zum Untergang der Titanic beigetragen haben. Ich werde ein paar Punkte vorstellen. Zum einen geht es um die problematische Stelle des Kesselraum 5 und des Kesselraum 6. Denn wäre Kesselraum 6 nicht geflutet worden, hätte die Titanic wahrscheinlich sich so weit über Wasser halten können, dass sie nicht gesunken wäre. Was hat es damit auf sich? Nun, das Schiff, wie wir wissen, die Titanic, wurde mit Kohle angetrieben. Das heißt, Kohle wurde verbrannt, um den nötigen Dampf zu erzeugen, um die riesigen Kolbendampfmaschinen anzutreiben.
Und diese Kohle wurde immer zwischen beiden zwei Kesselräumen in sogenannten Kohlebunkern gelagert. Und noch vor dem Auslaufen in Southampton kam es eben im Kohlebunker, der an den Kesselraum 6 grenzte, zu einem Feuer. Das war zur damaligen Zeit bei kohlebetriebenen Schiffen gar nicht mal so unüblich. Und auf jeden Fall brach dort ein Feuer aus. Wie wir später wissen, genau an der Stelle, dieses Leck ist genau an dieser Stelle entstanden, wo später die Bordwand von Kesselraum 6 eingedrückt worden ist und dort eben durch das eindringende Wasser das Schicksal der Titanic besiegelt war. Nun, es gibt Stimmen, die behaupten, dass dieser Kohlebunkerbrand dazu führte, dass aufgrund der enormen Hitze, die sich dabei entwickelte, die Schiffsplatten oder die Schiffsplatten, die sich in diesem Bereich befunden, so dermaßen erhitzt worden sind und sich verformt haben, dass die Stabilität im Kesselraum 6 nicht mehr gegeben war und dann, als der Titanic kollidierte, eben dort den verheerenden Schaden beigetragen hat. Allerdings wurde dieser Kohlebrand bereits einige Tage vor der Kollision quasi erloschen, weil die Heizer aus diesem Kohlebunker die ganze Kohle bereits in den Kesseln verbrannt hatte und somit das Feuer quasi gelöscht worden ist. Ob letztendlich dieser Brand an dieser bedeutenden Stelle die Konstruktion geschwächt hat, das lässt sich leider nicht sagen, kann ich auch nicht so sagen, aber möglich wäre es, ich werde euch das Foto der entsprechenden Stelle gleich nochmal einblenden, dann wisst ihr jetzt genau, worum es geht. Es geht nämlich genau um diese braune Stelle, die man dort sieht, bei Kesselraum 5 bzw. Kesselraum 6. Gut, das war's hier, Punkt. Ich werde vielleicht, man weiß es ja nicht, einen anderen Punkt im nächsten Video erwähnen. Ich werde darüber berichten im Zweifel und ihr werdet es merken. Ich gebe wieder zurück an den Markus und tschüss. Vielen lieben Dank, mein lieber Ploschi. Fantastisch, super. Wenn ich dich nicht hätte, also oder wenn wir dich nicht hätten, ne, dann wüssten wir eine ganze Menge weniger. Es ist toll, dass du dich dafür bereit erklärt hast, das hier in meinem kleinen Kuschelkanal dich dazu bereit erklärt hast, mich mit einer regelmäßigen Faktenfolge im Prinzip zu unterstützen. Diese Faktenfolgen, wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut unbedingt mal rein beim Ploschi, bei ihm auf dem Kanal. Der baut ja die Titanic von Trumpeter, also den Kunststoffbausatz, im selben Maßstab. Mit noch vielen, vielen, vielen weiteren Details und er zeigt das sehr gewissenhaft, genau und ordentlich und macht eben auch noch extra solche Faktenfolgen, wie wir hier so kleine Appetithäppchen haben. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, unbedingt beim Ploschi reinschauen und lasst ihm ein Abo und einen lieben Gruß da, da freut er sich. Und ich mich auch. Und worüber ich mich noch viel mehr freue, ist nämlich, dass wir, ja, also die ganzen Aufbauten hier habe ich alle fertig gemacht soweit. Ne? Wir haben hier die Plattform mit dem Schornstein. Wir haben hier, ich glaube, ich weiß es gar nicht. Ein anderer Aufbau. Dann haben wir hier diese Geschichte. Das hatte ich ja eben schon einmal ganz kurz gezeigt. Hier, wie gesagt, mit der verspiegelten Folie. Hier die große Kuppel. Und wir haben diesen Kollegen hier. Warum hängt der hier fest? Oh, was soll das? Wir haben diesen Kollegen hier ebenfalls fertig mit Beleuchtung und so weiter. Und auch hier wird garantiert noch Spiegelfolie reinkommen. Und damit ihr euch da nicht die Ohren beibrecht, spiele ich euch jetzt mal kurz ein, wie ich das hier gemacht habe und auch sogar mit den engsten Stellen. Und dann könnt ihr euch das einmal anschauen. Viel Spaß dabei. So, und hier sieht man jetzt auch, wie ich das schon mal alles hier schön verkleidet habe. Auch hier ist noch ein bisschen Feuchtigkeit. Das macht aber gar nichts. Das trocknet ja von selber ab. Ne? Ihr seht also, das habe ich hier schon so weit drinne. Und auch hier hinten diese Ecken, das ist ja mal richtig fies, aber den habe ich jetzt extra mir aufgehoben, das zeige ich euch auch noch. Auch das geht genauso. Wir nehmen hier auch wieder einfach Wattestäbchen, Wasser und tropfen das hier oben rein, aber reichlich. Wichtig ist nämlich hierbei, dass das bis unten hin möglichst nass ist. So, das sollte reichen, das werden wir gleich sehen, ob das gereicht hat oder nicht. Dann suchen wir uns unseren Sticker hier, der Kollege. Vorsichtig anlösen, beim Ablösen aufpassen, dass ihr das gerade abzieht, sonst kann es passieren, dass sich diese beiden Beinchen hier überlagern und dann hast du die Kacke richtig am Dampfen. So, also Wasser haben wir jetzt reingetan. Das Ding selber schmeißen wir auch einmal hier
rein. Ne? Da kann ruhig Wasser noch dranhängen dann oder so. Das ist überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil. So, und dann popeln wir das hier rein. So, und jetzt seht ihr schon, das zieht sich jetzt nicht mehr so ran durch die statische Aufladung, sondern lässt sich hier wunderbar reinschieben. Jetzt gucken wir mal. Jawohl. Ich hoffe, man konnte das jetzt sehen. So, zack. Und jetzt sitzt das perfekt da drin. Ich drücke das jetzt nochmal, ob man das müsste, weiß ich nicht. Oh, hier komme ich, glaube ich, mit der Pinzette gar nicht rein. Ja, so, oder wir können auch hier Rückseite vom Messer. Einmal hier, einmal da, fertig. So, und jetzt sitzt das perfekt drin, ohne jede Quälerei, ohne alles. Und das hält jetzt auch so schon. Ich habe das hier bei dem Ding, habe ich das ja vor einiger Zeit schon mal ausprobiert. Ich bin da leider nur nicht zugekommen, euch das zu zeigen. Auch hier habe ich das nach genau diesem Prinzip gemacht. Da war ich mir natürlich noch nicht so sicher, klappt das oder nicht. Deswegen habe ich immer gesagt, ich zeige euch das, wenn es spruchreif ist. Ne, nachher ist hier, der Onkel hat erzählt, funktioniert ja gar nicht. Doch, funktioniert, guck, da hängt hier Ewigkeiten drin. Das hält, gar kein Thema. Also, ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wasser, Wasser, Wasser. Nehmt ruhig reichlich davon, das ist gar nicht schlimm. Man kann das am Ende mit dem Wattestäbchen ja wieder rauspopeln. Achtet nur darauf, wenn ihr schon Elektronik, sprich LEDs, in der Plattform verbaut habt, dann natürlich ein bisschen Vorsicht walten lassen. Seht zu, dass das nicht nass wird und schon gar nicht unter Spannung setzen. Das ist natürlich logischer Menschenverstand, muss man ein bisschen aufpassen. Ne? So, wir haben jetzt hier, oder ich habe dieses Teil hier schon soweit fertig, dass ich das also komplett montiert und verspiegelt habe. Das Ganze wird einfach auf der Rückseite, ihr seht das jetzt gleich, wenn ich das umdrehe, genau jetzt, wird das hier einfach mit 6 AP-Schrauben verschraubt. Da bin ich gerade dabei. Und dann gehen wir gleich einmal weiter zu dem nächsten Bauschritt. Also das seht ihr hier, ist kein Hexenwerk. Aber auch hier, jetzt stell mal vor, du hättest hier die ganzen Rettungsboote schon dran. Also ich glaube, das wird eins der Details sein, die ich wirklich ganz, 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 ganz zum Schluss mache. Kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form zielführend ist, das jetzt schon dran zu machen. Du wüsstest ja gar nicht, wo du das jetzt hier festhalten solltest. Also deswegen ganz schlimm. Ich habe mir hier so einen größeren Karton genommen. Da habe ich die Boote und die ganze Zeug, alles was wir immer so heben, siehst für später auf, habe ich hier alles reingetan, damit es bloß nicht wegkommt. Und dann ist gut. So, das wird jetzt hier befestigt, hier hinten. Das fand ich übrigens auch sehr schön gelöst hier. Das habt ihr ja gesehen gerade mit der Klebefolie, wie ich die hier angebracht habe. Aber das ist auch ein schönes, nettes Detail. Das kleine Häuschen hier hinten, so nenne ich es mal, das gefällt mir auch richtig gut. Ja, dann waren noch so ein paar Kleinigkeiten hier. Hier sollten wir dieses Teil einkleben, was auch immer das ist. Vielleicht kann man da nachher reingucken oder so, dass das schön aussieht. Ich weiß es nicht. Ich bin da, wie gesagt, kein Experte, nicht. Ne? Ich werfe noch einmal kurz einen Blick hier in die Anleitung rein. Genau, der Rest sind dann wieder Davids und Rettungsboote zusammenklöppeln. Wie gesagt, das macht keinen Sinn. Ne? Das macht keinen Sinn, genauso wie die ganzen Bänke und das. Ne? Ich weiß nicht. Bei den Bänken bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Da sind ja tatsächlich immer nur diese wirklich winzigen kleinen Aussparungen. Vielleicht, wenn man da einen Tropfen braune Farbe reintut, vielleicht kann ich da zumindest nochmal Bänke drucken, aber das muss ich erstmal ausprobieren, ob das überhaupt so klein dann wirklich funktioniert und schön aussieht. Ne? So, und dann haben wir hier, oh, da, jetzt wird es schwer, das sehe ich schon, dieses Rumpfteil beinhaltet einmal so einen Winkel hier. Der wird nachher sicherlich das Deck befestigen, gehe ich mal von aus. Deswegen setzen wir den schon mal jetzt hier ein. Na, kommen wir damit gut klar? Ja, damit kommen wir klar. So, das sieht gut aus, jawohl. Einmal, zweimal. Ist ja auch immer die Schwierigkeit, hier dann vernünftig dran zu kommen, aber in dem Fall geht das recht gut. Und dann haben wir noch den nächsten Kielabschnitt, den wir hier doch mit dran schrauben dürfen. Da haben wir hier einmal diese zwei Löcher und hier die zwei Nasen. Wer hätte es gedacht, es kommt hier so rum rein.
und wird dann hier auch einfach fixiert. Da oben haben eine wahnsinnig lange Übersetzung, hätte ich beinahe gesagt. Also ein Gewinde, ein langes, enges, wie sagt man? Man weiß es nicht so genau. So. Und so, genau, das sieht auch gut aus. Das ist die Ausgabe 62. Und in der 63 haben wir nämlich jetzt wieder genau das Problem, was ich euch schon mal sagte, eingangs. Wir bekommen einen weiteren Rumpfabschnitt, wir bekommen noch weitere Planen für unsere Rettungsboote und wir bekommen wieder Folie zum Aufkleben, die ich euch aber schon gezeigt habe. Ne? Wir können den einen Rumpfabschnitt, den können wir auch gerade zusammen machen. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, auf welche Seite der kommt oder wird der jetzt noch gar nicht verbaut. Das gibt es ja auch. Ich glaube, genau so war es nämlich. Ja. Genau so ist es. Ja, verstehe ich nicht. Genau, die Hütte kommt dann hier noch drauf, aber auch das wird hier einfach mit 4 Schrauben fixiert und fertig. Ich glaube, auch da brauchen wir keinen großen Zirkus von zu machen. Ne? So, dieser Rumpfabschnitt wird jetzt noch nicht befestigt. Warum? Weiß ich nicht, Digga. Vielleicht muss hier irgendwie noch irgendwo was dran, wo wir dann nachher nicht drankommen. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch vor allem mit dem Tipp mit der Folie ein bisschen weiterhelfen konnte. Wenn ja, sagt mal Bescheid. Wie habt ihr es gelöst? Habt ihr vielleicht eine bessere Idee? Lasst es mich gerne wissen. Und ja, so wie ich mich entschieden habe, was ich mit den Niedergängen mache, geht das auch wieder ganz normal weiter. Bis dahin werde ich noch ein bisschen mit mir ringen. Vielleicht habt ihr auch dazu Ideen. Lasst es mich gerne wissen. Ansonsten schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Beim Käfer geht's weiter, bei der 01 geht's weiter. Es geht immer weiter, immer weiter. Und ab nächster Woche habe ich Urlaub, dann wird hier auch noch ein bisschen was anderes passieren. Darauf freue ich mich. Freut ihr euch auch auf eine der nächsten Folgen? Und ja, ihr wisst Bescheid, ne? Auf keinen Fall abonnieren. Lasst das, ne? Alles gut. Modellbau, Onkel. Besser als Fernsehen. Macht's gut. Ciao.